Leute, herzlich willkommen bei einem weiteren Video von King Performance. Wir haben da heute einen wunderschönen BMW M440i G22 Coupé. Und der ist ausgestattet mit der neuesten B58 Generation mit OPF. Klangtechnisch ist es okay, da kommt nicht viel raus, aber Basis ist da, da kann man mit arbeiten. Wir haben jetzt schon dieses Fahrzeug 4-5 Mal umgebaut, komplett Umbau oder auch nur kleine Sachen umgebaut. Haben dazu schon, ich meine, 2-3 Videos auf dem Channel. B58 Playlist bitte abchecken. Ansonsten, Kunde ist gut drauf, Grüße gehen raus. Und der Kunde hat richtig Lust, hier das komplette Fahrzeug umzubauen. Freut mich, dass er da auf uns zugekommen ist. Da habe ich gesagt, hey, können wir machen, sehr gerne. Und deswegen gibt es heute die Akrapovic Slip-on Titan Abgasanlage mit EC-Zulassung. Dazu gibt es noch eine HJS Downpipe für B58 OPF. Ist übrigens die gleiche, die im Z4 OPF reinkommt. Oder Supra, also der große B58. Ihr wisst, was ich meine mit groß. Der Motor ist immer gleich. Aber es gibt ja die für die Kleinen und die für die Großen. Das sind die großen Unterschiede. Und natürlich mit und ohne OPF. Aber die G-Reihe natürlich immer mit OPF. So, das heißt, Akrapovic Slip-on Titan, HJS Downpipe, beides mit EC-Zulassung. Natürlich, wie in vielen Videos erwähnt, Kombination muss man gucken. Ansonsten gibt es noch eine Venturi Carbon-Ansaugung. Und das wird sein zum ersten Teil heute. Das ist Teil 1. Somit haben wir uns dann gleich schon um den Sound gekümmert. So legal wie möglich. Auch die Venturi hat ein Teilegutachten. Im zweiten Teil werden wir uns natürlich ein bisschen um die Optik kümmern. Optik stimmt hier schon. Ist eine schöne Folie. Ist auch, ich muss sagen, sehr gut foliert. Ich habe den Kunden schon direkt gefragt, ist das Lack? Weil es ist wirklich sehr, sehr gut foliert. Und im zweiten Teil geht es dann ans Thema Fahrwerk und Felgen. Und auch da kann ich euch sagen, geht es ordentlich nach vorne. Kunde will hier nur die hochwertigsten Sachen verbauen. Und ich würde sagen, das ist auf jeden Fall hier richtig. So Leute, das ist hier die Serienabgasanlage, Endschalldämpfer, Rohrführung, X-Pipe oder Mini-Mittelschalldämpfer und zweimal OPF haben wir hier. Dann geht es weiter, Rohrführung und der dicke, fette Seriencut und den schnappen wir uns gleich. Und dann fängt hier die Serienanlage an, geht quasi mit Partikelfilter und das auch noch und dann kommt der Cut an der offiziellen Trennstelle und da fängt dann die Akra Titan Kur an. So Leute, hier haben wir das Akrapovic Soundkit mit der Fernbedienung. Da gehen wir gleich drauf ein mit der Anlage selber. Ansonsten haben wir hier die Downpipe von HJS, einmal 300er Zellencut aus Metall mit Zulassung. Hier der Drucksensor für Fahrzeuge mit OPF, ihr wisst Bescheid. Des Weiteren haben wir hier noch ein bisschen Zubehör von der Venturi. Hier ist der Filter, das Rohr, das Ansaugrohr. Und hier passiert, hier wird Musik erzeugt, genau hier drin. Ja, natürlich feinstes Carbon, perfekt verarbeitet. Schön mit Klarlack Hochglanz, am Ende nochmal versiegelt. Das Ding ist natürlich leicht.
So Leute, hier haben wir die demontierte Serienabgasanlage, wie man sehen kann. Und wir werden die Akrapovic gleich mit dem vorderen Teil der Serienanlage verbinden. Was gibt es noch zu sagen? Außer, dass sie hässlich ist und schwer ist. Ja, die Rohrführung ist natürlich nicht optimal gebaut. Ich denke, das kann man hier und da auf jeden Fall feststellen. Auch der Durchmesser ist natürlich etwas kleiner wie bei der Akrapovic. Der größte Unterschied kann man sagen, natürlich haben wir hier zweimal trapezförmige Endrohre, die wir nicht übernehmen, Gott sei Dank. Denn wir gehen auf viermal Carbon Akrapovic Endrohre. Somit haben wir eine richtig schöne, tolle Rennsportoptik von hinten. Nicht nur die vier Endrohre bringen eine tolle Optik hinten. Des Weiteren haben wir dann auch, da wir zwei und zwei Endrohre haben, jeweils auf der linken und auf der rechten Seite dann das Akustikrohr, was den Sound für den Innenraum schallt. Das ist auch nochmal ein großes Merkmal. Und das allergrößte Merkmal neben den vier Endrohren und den Akustikrohren wäre, dass wir hier serienmäßig nur ein Klappensteuerungsmodul haben. Und beim Montieren dieser Anlage muss man sich von BMW eine Original BMW Klappensteuerungsmodul besorgen. Es geht auch mit keiner anderen. Glaubt mir, ich habe bestimmt 10 verschiedene Modelle ausprobiert und es geht nicht. Ihr müsst einen Originalstellmotor besorgen für die Klappe, denn die Acra hat dann auf der hier auch noch eine und somit kann man dann sehr laut fahren und auch sehr leise fahren. Und wenn man zumacht, ist es sogar leiser als Serie. Hätte man jetzt nur die Anlage. Ja, und das ist wirklich ein guter Vorteil. Wir werden euch das gleich zeigen. Und wie gesagt, egal was ihr probiert, ihr braucht die originale BMW. Anders geht es nicht. Ich habe auch von vielen anderen BMW-Modellen schon geguckt. Ihr braucht exakt diese. So, und hier haben wir die Akrapovic Slip-on-Titan-Anlage. Wie bereits erwähnt, mit ECE-Zulassung und wir haben die beiden Anlagen mal nebeneinander gelegt und man kann schon hier sehen, dass wir hier gleich vier Endrohre haben, statt zweimal Trapez, einmal Stellmotor rechts, hier haben wir einmal rechts, einmal links. Des Weiteren fällt auf, dass der Endschalldämpfer etwas kleiner dimensioniert ist. Rohrführung ist natürlich dicker vom Durchmesser. Und nicht nur dicker, sondern auch optimierter gebaut für einen besseren Flow. Und natürlich das größte Merkmal ist, dass das Material hier aus Titan ist. Sehr hochwertiges Titan. Und somit hat man einen sehr großen Gewichtsunterschied. Des Weiteren haben wir hier zweimal Akustik für den Innenraum, was zurückgeschaltet wird. So Leute, hier haben wir die HJS Downpipe, wie am Anfang schon gezeigt. Und hier ist der dicke, fette Original-Cut. Und der ist von der Dimension natürlich deutlich größer und fetter. Ich denke, das kann man sehen. Und allein hierdurch kann man schon ordentlich Sound reinholen.
So Leute, kommen wir zum Ende des Videos. Ein harter Arbeitstag geht zu Ende. Kunde ist glücklich. 100%. Super. Probefahrt haben wir schon gemacht. Und das ist Teil 1, wie erwähnt. Teil 2 in Kürze. Und eventuell auch Teil 3. Wir werden sehen. Sound kann sich auf jeden Fall hören lassen. Denn jetzt klingt er, wie er eigentlich ab Werk hätte sein müssen, finde ich. Was kann man noch sagen? Optik ist auch natürlich nice mit den 4 Endrohren. Bei einem M440 gehören meiner Meinung nach 4 Endrohre. Ja, weil wer sich ein bisschen auskennt und im BMW-Konfigurator mal geschaut hat, der weiß, dass man den hier wirklich fast wie einen echten M ausstatten kann. Du kannst Carbondach wählen, du kannst die M-Sportbremse wählen, du kannst die Sportsitze wählen, die haben sogar dieses M-Logo in der Mitte drin. Jede Menge Zeugs, was es vorher bei der F-Reihe nicht gab, beim 440er. Da das aber ein M440 ist, geht das schon sehr, sehr nah an die echten M's ran, sag ich jetzt mal. Ich würde sagen, für heute genug. Ein weiteres Video für die B58 Playlist. Und wir haben viele ähnliche Umbauten, die in Kürze kommen werden. Und mit diesem Fahrzeug geht es in Kürze weiter mit Fahrwerk und Felgen. Also, ich würde sagen, vielen Dank, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.